Willkommen auf der dunklen Seite der Macht. Wir haben Milch und Kekse für euch. Ja, und wenn man keine Milch und Kekse mag, muss man zur Republik gehen. Die haben Bier und Gegrilltes. Gut, jedenfalls, wir sind wieder unterwegs auf Markep. Werden jetzt erstmal hier unseren Ausfluchtspunkt aufsuchen. Bin ich in die richtige Richtung geflogen? Ja. Denn wir müssen ja jetzt mit den anderen sprechen, nachdem wir diesen Flashpoint abgeschlossen haben. Bluto! Du alter Nautilaner. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich heute ein wenig geärgert. Na, ein wenig ist sogar noch untertrieben. Ich habe mich tierisch geärgert. Und zwar musste ich heute feststellen, dass ich mein Vampire, die Maskerade Bloodlines Let's Play leider einstellen musste. Da es laufend Copyright-Schutzverletzungen bei YouTube verursacht hat. Ich habe das bei den ein oder anderen Videos schon mal kurz angemerkt, habe auch schon mal eine Nachricht zugeschoben. Heute hatte ich 4 Videos hochgeladen und alle 4 Videos waren sofort zu 100% gesperrt wegen Copyright-Schutzverletzungen. Und da die Soundeinstellungen seitdem auch nicht mehr geändert wurden, war das alles komplett für den Allerwertesten. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, was ich machen soll. Die ersten paar Folgen sind zwar gut gelaufen von Vampire, die Maskerade, Bloodlines, allerdings sind dann nach und nach mehr und mehr Leute abgesprungen. Ich weiß nicht, ob das an der englischen Version lag oder ob es an meiner Art und Weise gelegen hat, wie ich Let's Plays mache. Ich weiß es nicht. Schreibt ja leider keiner was dazu. Aber das Ende vom Lied ist, es wird auf jeden Fall keine weiteren Let's Plays als Ventru geben. Aber weiter hier in der Geschichte um Das Revan. Eine nicht gerade alltägliche Vereinbarung. Wie ich sehe, habt ihr ohne mich angefangen. Wir waren der Ansicht, dass die Sache keinen Aufschub mehr geduldet hat, Zorn. Thiel Shan, Großmeisterin des Jedi-Ordens. Dank eurer Intervention konnten wir uns gegen die Revanita-Flotte zur Wehr setzen. Ihr habt Tausende von Leben gerettet. Und wir konnten unsere Flotte von der Verderbnis des Revan-Ordens reinigen. Jetzt müssen wir uns um Revan selbst kümmern. Mein Agent hier hat herausgefunden, dass sich Revan auf dem 4. Mond von Yavin befindet, wo er den letzten Lebensfunken des Sith-Imperators vermutet. Revan will den Imperator von der Schwelle des Todes zurückholen, damit er ihn endgültig vernichten kann. Okay, die Republik kennt die Wahrheit. Er nicht tot ist. Ja, so ist es. Der Imperator ist nicht mehr das Wesen, das er einmal war. Er lechzt danach, das Leben selbst auszulöschen. Er würde uns alle verschlingen. Indem er den Imperator wieder zum Leben erweckt, hofft Revan, dort erfolgreich zu sein, wo alle anderen gescheitert sind. Aber der Imperator wird sich als zu mächtig erweisen. Für Revan und jeden anderen. Dasma und ich werden einen gemeinsamen Stoßtrupp nach Yavin 4 führen, um Revans Pläne zu zerschlagen. Ich hoffe, dass ihr euch anschließt. So wie ich. Für das Imperium und die Galaxis. Ich finde, das lief erstaunlich gut. Ja, es ist schön zu sehen, dass das Imperium und die Republik zusammenarbeiten können, ohne sich gegenseitig in den Rücken zu fallen. Es war die richtige Entscheidung, eure Gefangennahme zu arrangieren. Wir hatten Erfolg, oder nicht? Unglaublich. Wo bleibt das Vertrauen, ha? Ist es plötzlich verschwunden oder gab es nie welches? Es ist passiert. Es ist vorbei. Lasst es gut sein.
es nicht noch etwas anderes, was ihr wolltet? Ja. Ist das alles? Auf nach Yavin 4! Wenn wir nicht handeln, wird der Imperator uns alle verschlingen. Das können wir nicht zulassen. Ich werde bis zum Ende an eurer Seite bleiben, Zorn. Dem schließe ich mich an. Allerdings hätte ich es weniger sithhaft ausgedrückt. Hoffentlich können wir eine Menge Revanita erledigen. Es wäre zwar befriedigender, wenn ich vollständig zusammengebaut wäre, aber Hauptsache, es gibt tote Revanita. Wir sind bereit, wenn ihr es seid, mein Sith Lord. Dann lasst uns nach Yavin 4 aufbrechen. Bringen wir die Sache zu Ende. Aber ja! Also auf nach Yavin! Und wieder mal ein hässlicher Hut. Oh. Der Schreckenskrieg. Okay. Ah ja, stimmt ja. Hm. Das mache ich offline, da kümmere ich mich dann drum. Das braucht man nicht jetzt machen. So, Wett. Bist du bereit? Ich bin bereit. Bist du auch bereit? Seid ihr bereit? Dann legen wir los. Für diejenigen, welchen die jetzt in der ersten Reihe sitzen werden, ihr werdet auf jeden Fall bereit sein, weil sonst werdet ihr nicht in der ersten Reihe. So, erstmal wieder neue Waffen. Le Boeuf. Ach, wir sind ja schon Stufe 66 und ich habe ganz vergessen, die Modifikationen auszutauschen. Gucken, welche Stufe haben die denn? Stufe 60. Naja, die 5 Level werden den Klos nicht fett machen, würde ich mal sagen. Und damit jetzt Zeit zu verschwenden, weil das braucht seine 5 bis 10 Minuten, bis die alle ausgetauscht sind. Nee. Das ginge eigentlich alles relativ fix. Die Modifikationen kaufen, reintun, akzeptieren, weitermachen. Nur das Problem ist, wenn man die einmal austauscht, für jedes Item muss man erst einmal bestätigen, dass man das austauschen möchte. Und früher war das sogar zwei Bestätigungen gewesen. Eine konnte ich mittlerweile deaktivieren, die andere lässt sich leider nicht deaktivieren. Die erste war gewesen, willst du das wirklich kaufen? Ja, okay. So, und wenn du das dann austauschst, willst du das wirklich austauschen? Ja, okay. Finde ich ein bisschen lächerlich, wenn ich ehrlich bin, aber so ist das nun mal. Aber ja, an deinen Namen braucht man sich auch nicht erinnern. Nicht an deine, also nicht an euren, sondern an dem von dem Druiden. Oh, 888.000. Bad, komm. Schon gut. Seid nicht so grob. Hey, ich wollte doch nur, naja, egal. Ist wahrscheinlich mit dem falschen Fuß aufgestanden, die Gute. Auf nach Yavin 4. Der Gasriese Yavin besitzt mehr als 2 Dutzend Monde. Der mit Abstand bewohnbarste davon ist Yavin 4, in dessen endlosen Dschungeln man auf eine reichhaltige Tier- und Pflanzenwelt trifft. Auch für die Jedi und Sith ist Yavin 4 überaus interessant. Seit über 1000 Jahren schon wird der Mond zunehmend von der dunklen Seite der Macht durchströmt. Diejenigen, die sich in die tödlichen Regenwälder und Sümpfe von Yavin 4 vorgewagt haben, um dieses Phänomen zu untersuchen, kehren jedoch nur selten zurück und noch seltener mit Antworten. Gut, reisen wir dahin. Sprich mit Darth Ma auf Yavin 4. Yavin 4 ist allen Star Wars Fans von euch bekannt. Yavin 4 spielt auch in den alten Filmen eine wichtige Rolle. Zum Beispiel ist auf Yavin 4 der Rebellenstützpunkt errichtet. So, erstmal eine Kleinigkeit trinken. Yavin 4.
besteht kein Zweifel. Der Imperator befindet sich auf diesem Mond. Revan ebenso. Und noch eine andere Präsenz, wenn die Großmeisterin recht hat. Die andere Präsenz ist undeutlich. Die dunkle Seite hier ist allgegenwärtig. Sie erfüllt diesen Mond. Ich war auf Orikon, aber das hier ist etwas ganz anderes. Okay. Keine Überraschung, oder? Fürchtet ihr euch? Habt ihr etwa Angst? Ihr macht wohl Witze. Der Revan-Orden hat seinen Stützpunkt in einem alten Massassi-Tempel. Dort ist die dunkle Seite am stärksten. Wir haben einen Bereich so nah wie möglich am Tempel gesichert. Die Unmengen an Massassi haben uns dabei gewisse Schwierigkeiten bereitet. Vielleicht wäre die Situation ja jetzt anders, wenn ihr unsere Aufklärungsteams vor den Massassi gewarnt hättet. Okay, klärt mich auf, was sind Massassi? Was ist ein Massassi? Genetische Verwandte der reinblütigen Sith, barbarische Krieger. Ich dachte, ihr würdet das wissen. Bringt ihr euren Leuten denn gar nichts bei, Lana? Agent, reißt euch zusammen. Darth Maul und ich konnten eine Einigung erzielen, aber es ist offensichtlich, dass viele hier noch an ihrer Kooperationsbereitschaft arbeiten müssen. Wenn ihr uns dabei helft, unsere Position zu sichern, würden sich die anderen ein Beispiel an euch nehmen. Wenn wir wollen, können wir durchaus pragmatisch sein. Setzt da draußen eure Fähigkeiten ein. Wir bleiben in Verbindung. Ei. Teron Shan und Satile Shan. Ja. Mutter und Sohn. Gut, aber weiter geht's. Platziere die Perimetersensoren auf Yavin 4. Ich würde sagen, Freunde, das werden wir direkt mal machen. So, das ist dieser Gasriese, der da oben ist. Das ist Yavin 4. Und den Tempel da hinten, den kennt ihr ja bereits. Und ich habe das Gefühl, dass uns dieser Mond auffressen will. Müssen wir wirklich hier bleiben? Ja, fast so schön wie im Film. Aber auch nur fast. So, Droide. Es ist eine einfache Fluglinie. Leichter konnte man es nicht gestalten, einfach einen Strich durchgezogen hat. Und man fliegt die ganze Strecke noch nicht mal, man hat dementsprechend die Unterteilungen gemacht. Ich finde das persönlich sehr schade. Man hätte Yavin durchaus interessanter gestalten können. Gut. Eins, zwei, drei und dann da hinten hin. Gut, dann fliegen wir erstmal zur ersten Position. Wir sehen hier, es ist natürlich sehr viel Flora und Fauna. Es ist ja ein Dschungelmond. Was ist das denn? Aufsässiger Massassi-Rohling. Da haben wir schon so einen genetisch veränderten, reinblütigen Thys, die von Tulakort übrigens erschaffen worden sind. Manu? So, Massassi, gucken, was haben wir denn da für Informationen? Man benötigt nicht viel Fantasie, um zu sehen, dass die schwergewichtigen Massassi genetische Verwandte der reinblütigen Sith sind. Beide Spezies verfügen über die charakteristische Hautfarbe, Skelettwülste und Körperfortsätze. Und sie sind beide machtsensitiv. Hier enden die Gemeinsamkeiten allerdings. Genährt von der dunklen Seite der Macht haben die gelbäugigen Massassi eine Kultur entwickelt, die sich um die Jagd, den Kampf und grausame rituelle Opfer dreht. Die Massassi auf Yavin 4 unterscheiden sich von den Reidenlütern sogar noch weiter. Diese unglaublich starken Krieger haben dichte, scharfe Klauen an ihren Händen und Füßen entwickelt und ihre Intelligenz hat so weit abgenommen, dass sie sich fast ausschließlich auf ihre tierischen Instinkte verlassen und sich durch Grunzlaute verständigen. Ihre Gesellschaft ist wahrlich barbarisch. Also man könnte sagen, eine Zivilisation degenerierter. So, da ist der Erste.
Oh, wir müssen 30 Dschungelkreaturen besiegen. Ja, dann machen wir das doch. Ich lese jetzt natürlich nicht alle vor. Alle Tiere, die wir jetzt hier entdecken. Was? Kein Loot? Okay, kein Loot. So, dieser Kampfläufer wird definitiv nicht zu den Tieren gehören. Da ist noch irgendwo ein Gegner. Okay, Gegner weg. Ah, da ist die Zeit. Das war der zweite. Und jetzt auf zum dritten. Yippie-yay, Schweinebacke. Also das mit diesen Steinrochen hier ist sehr praktisch. Da kommen wir auf jeden Fall wesentlich schneller auf die 30. Was? Ach was, Wett, das ist doch kein Albtraum. So, da sind wir schon bei 20, 10 Stück noch, die kriegen wir auch noch hin. Die Dschungelkatzen lassen wir einfach links liegen. Hier mal eine Dschungelkatze, da mal eine Dschungelkatze, muss hier nicht sein. Wenn hier genug Steinrochen da sind, die man hauen kann. Ja, bevor wir die aktivieren... Ach nee, die können wir eigentlich aktivieren. Wir haben ja 6 Stück. Ich bin von 3 ausgegangen. Ja, wer lesen kann, Freunde, ist klar im Vorteil. Very good indeed. So, haben wir hier alle abgeschlossen. Ja, also können wir auf in durch die Höhle geistern. Kleiner ging's, großer ging's. Muss sich ja lohnen. Was? Kein neuer Eintrag für den großen ging's? Naja, größer ging's immer, ne? Oh, ein Fischgeist. Das ist Tulakort. Das erkennt man alleine schon an dem Helm. Unheimliches Flüstern. Das machen Geister übrigens wirklich sehr häufig. Einfach weil sie nicht die Kraft haben, so zu sprechen wie wir. Sie haben ja keinen Körper mehr. So, und wenn sie sich bemerkbar machen wollen, benötigen sie dafür jede Menge Energie. Und Geister, also Geister von Verstorbenen, die noch nicht allzu lange tot sind, haben dann natürlich noch nicht sehr viel Erfahrung bzw. Energie. Dementsprechend können sie sich auch noch nicht so extrem bemerkbar machen wie Geister, die schon lange Zeit
Boot sind. Hört sich alles ein bisschen komisch an, ist allerdings tatsächlich so. So. Ja, das freut mich aber sehr, dass Meisterin Shan ihre Wertschätzung. Ey, ich habe doch gar nichts gemacht, ich bin doch nur durchgeflogen. Ob sie das jetzt noch ein drittes Mal sagt. Oh, das ist ein republikanischer Stützpunkt. Da sollten wir natürlich nicht reinfliegen. Auch wenn wir jetzt gerade eine brüchige Allianz haben, würden die mich sofort auseinandernehmen. Wo ich doch die friedfertigste Kreatur überhaupt bin. Ja, Lana, das liegt daran, weil der gute Theron verliebt in dich ist. Kann ich nachvollziehen. Schöne Frau, intelligent. Was will man mehr? Okay, wie? Ganz schön hinterhältig. Gefällt mir. Okay, ich helfe euch bei der Modifikation. Willkommen. Da hat mich einer angeflüstert mit Willkommen. Kehre zu Darth Maul zurück. Okay, da brauchen wir nicht fliegen. Sammelgebiet der Koalition, da wollen wir hin. Kommen. Das ist übrigens eins mit der Wörter, die häufig gerne verwendet werden, wenn man paranormaler Ermittler ist und man dann in ein Haus mit einem friedfertigen Geist reinkommt, der tatsächlich stark genug ist, sich bemerkbar zu machen. Man kriegt immer mindestens ein Hallo oder ein Willkommen dabei raus. Es ist hochinteressant, wenn man das mal miterlebt hat. Es gibt ja viele, die nicht daran glauben. Wir wissen jetzt mehr darüber, was zwischen uns und dem Tempel steht. Als erstes sind da die Masasi. Wir wussten schon, dass wir es mit ihnen zu tun kriegen. Aber jetzt wissen wir, dass es richtig viele sind. Mit den Masasi kann man nicht reden oder verhandeln. Sobald wir ihr Gebiet betreten, werden sie angreifen. Und weiter? Die Elite der Imperialen Garde wird in speziellen Anlagen trainiert. Sie werden zu physischer Perfektion geschmiedet und man flößt ihnen eine unerschütterliche Loyalität ein. Eine dieser Anlagen haben wir zwischen uns und dem Tempel gefunden. Der Imperator muss sie im Geheimen errichtet haben lassen. Und es befinden sich menschliche Lebensformen darin. Unabhängig davon, ob es Revaniter oder die Wachen des Imperators sind, sie werden nicht darauf aus sein, uns zu helfen. Okay, kümmert euch darum, Satil. Geht doch hinaus und seht es selbst, Jedi. Oder ist der Einfluss der dunklen Seite hier zu stark für euch? Die Jedi.
Lady und ich haben schon genug damit zu tun, diese instabile Allianz irgendwie am Leben zu halten. Dieser Ort ist von großer strategischer Wichtigkeit. Macht seinen Bewohnern klar, dass die Anlage jetzt uns gehört. Tja. Okay. Süchtiger. Bollwerk. Stufe 67. Okay, Freunde, an dieser Stelle werde ich die Folge jetzt erstmal beenden. Ich werde jetzt mich zurück auf die Flotte begeben und dort erstmal meine Ausrüstung komplementieren. Und dann werden wir weitersehen. Ja, ich hoffe natürlich, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin, macht es gut und möge die Macht euch begleiten.